Jo Leute, was geht ab? Lexo am Start und willkommen zu einem neuen, beziehungsweise meinem ersten Video hier auf diesem Kanal. Ja, ich stelle mich mal erstmal kurz vor, ich bin der Lexo aka Manuel, 15 Jahre alt und komme aus Bayern. Heute schauen wir mal auf den aktuellen CV vom Clan Lemon Clashers. So, wie wir sehen, wir sind in Führung gegen einen deutschen Clan. Level 5 und 55 gewonnene Trick. Kriege. So. Erstmal schauen wir auf die Kriegsstatistik. Wir haben 4 3 Stars, die Gegner 0. Wir haben aber dafür 6 2 Sterne Angriffe, die Gegner nur 4 und 4 1 Stern Angriffe, die Gegner nur 2. Die Gegner haben auch deutlich weniger Angriffe genutzt bisher. Und die Hälfte ist jetzt um. Wir schauen uns mal unsere Angriffe an. Hier auf die 15 ein sehr starker Three-Star von Moritz. So. Mit einem Schweinereiter wahrscheinlich, um die Clanburg zu locken. Er lässt sich auf jeden Fall Zeit, ne? Hamburg gelockt, drei Walküren. Die gehen wahrscheinlich mit dem Giftzauber drauf. Ja, knapp, aber sie gehen drauf. Jetzt kommt er hier mit der Gole, mit den Golems auf eine Stelle. Das ist immer gefährlich. Und da kommt noch ein Golem. Die Mauerbrecher sterben da leider, aber er hat ja noch den Packer. Jetzt kommt er mit seinen 20 Magiern. Jump jeweils in die Mitte. Und die Magier rasieren von hinten auf jeden Fall, so wie es geplant war. Der Packer, die zwei Packers in der Mitte. Und ja, die räumen die Mitte auf. Die Mini-Golems tanken noch für die Magier. War eigentlich perfekter Angriff. Prozent von Moritz auf die Nummer 15 und direkt darunter nochmal ein Angriff von Moritz, diesmal aber auf einen Rathaus-Achter. Wieder fast mit derselben Taktik. Bloß ohne den Schweinereiter, um die Clanburg zu locken. Diesmal einen Riesen. Und Erdbebenspells. Ja, ganz normal die Clanburg gelockt. Giftspell drauf. Kommt mit dem Magier und Packer direkt hinterher. Rage. Er hat auch vier Zauber, von dem her war es dann am Schluss relativ easy. Der Three-Star. Für eine Rathaus 9 Base gegen eine Rathaus 8 Base. Die wo aber ausgemaxt ist, muss man dazu sagen, bis auf die Bogitürme. Und ja. Zwei sehr starke Angriffe hier von Moritz. Dann kommen wir mal zu meinem Angriff. Ich musste die 19 angreifen, oder da durfte die 19 angreifen. Wie man sehen, die Base war jetzt nicht allzu stark, trotzdem für mich nicht gerade der Drachenexperte. Habe ich auf jeden Fall gefreut, wie man sehen konnte. Das wurde ein Three-Star. Ich habe erstmal einen Tunnel gemacht mit den Drachen. Und dann bin ich komplett reingekommen. Loons hinterher, sodass die Drachen getankt haben. Und dann noch der dritte Wut nochmal für die dritte Wut nochmal für die Drachen. Ja.
War am Ende auch dann ziemlich eindeutig mit 5 überlebenden Drachen. Sogar 6. Ja, ich glaube 6. Und ja. Schauen wir uns nochmal eine Verteidigung an. Und Live-Angriff auf die Nummer 1. Das ist na klar perfekt. Er greift hier mit Lavalunion oder Go Wipe, keine Ahnung an. Auf jeden Fall hat er Loons, Golems. Sieht nicht gerade sehr gut aus. Die Magier sind jetzt alle durch eine Riesenbombe gestorben. Gott sei Dank. Sieht sehr gut aus, dass wir hier verteidigen, sogar wahrscheinlich mit 0 Sternen. Wohl die Queen könnte noch das Rathaus holen, das glaube ich aber eher nicht. Die wird jetzt nämlich auch vom Multi-Inferno getargetet. Das ist zwar nicht so krass Damage, aber nee, das wird höchstens ein Stern, höchstens. Ja, ein Stern wird's leider. Haben wir ein bisschen Pech gehabt. Aber zwei werden das nicht, besonders weil der Loon noch lebt. Nee, zwei werden das auf keinen Fall. Obwohl, nein, das wird so knapp, das wird eng. Nein, das wird sehr stark verteidigt. Hier von Bla. Auch ein bisschen Glück dabei, na klar, aber das gehört auch zu seinem Spiel dazu. Dann schauen wir jetzt hier die Verteidigung von Hillen Tilian. Also der Gegner greift hier mit 2 Golems und 23 Schweinen, also eine Hybrid-Taktik an. Wie wir gleich sehen werden, es hat gar nicht funktioniert. Es war auch nicht knapp oder so. Erste Wut ziemlich schlecht gesetzt. Kein Golem war im Wut, bloß die beiden Helden und ein Magier. Die Clanburg zerstört, glaube ich, den König. Und ja. Hier die Hogs sterben sofort. Er hat viel zu spät die Heals gesetzt. Eigentlich alle Heals waren nicht gut gesetzt. Und ja, das war's zu dem Angriff. Kein Stern. Und jetzt schauen wir uns noch einen Angriff an. Und zwar auf die Nummer 4 von Frederik. Es war knapp mit den 50%, aber trotzdem sehr schöner Angriff hier. Erster Wut. Und dann direkt den Heil, wahrscheinlich für die Magier gedacht, dass die nicht so schnell sterben. Und ja, oh, auf 4 Geschwindigkeit. Das Rathaus fällt. Aber dann hat man schnell gesehen, oh, dass wir knapp mit den 50%, aber er hat noch ein paar Truppen in der Hinterhand. Und ja, ich weiß gar nicht, wo er sie gesetzt hat. Ja, genau da oben. So. 4% braucht er noch. Die Luftabwehr kann er noch zerstören. Die zwei Goldminen, glaube ich, auch. Von dem her am Schluss ziemlich eindeutig. Mit seinen Klärtruppen. Ja. Starker Angriff auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ich greife nochmal an. Und zwar muss ich warten, bis die 8 angegriffen wird. Und wenn das kein Threester wird, dann greife ich nochmal sie mit Schweinen an. Sonst schaue ich, ob es die 17 gestreestert wird. Wenn nicht, greife ich die 17 mit. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist die gleiche Base. Auch mit Schweinen an. Yep. Ist zwar hart, mit Schweinen anzugreifen, aber ich glaube, das ist die einzigste Taktik, wo ich sicher, nicht sicher, aber wo ich eine Chance auf einen Threester habe. Gut, dann bedanke ich mich hier fürs Zuschauen und sagt Tschüss. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like oder ein Abo da. Tschö.